Hallo, ich bin Michelle, ich bin 18 Jahre alt und wohne in Wüstenrot. In meiner Freizeit gehe ich gerne auf Festivals oder mit meinen Freunden raus. Auf dem Weg zur Arbeit mache ich mir jeden Morgen meine Musik rein. Als Fachverkäuferin ist Michelle dafür verantwortlich, dass hinter der Theke alles richtig läuft. Diese stets aufgefüllt ist und die Auslage immer ansprechend aussieht. Dabei ist ein hohes Maß an Kreativität gefragt, denn die Mitarbeiter gestalten die Auslage. Das ist die Aufschnittmaschine, das ist die Fleischsäge, das ist der Kutter. Das sind die verschiedenen Messer, die ich zum Arbeiten brauche. Hygiene spielt ja eine große Rolle. Und Edeka legt hierauf besonders großen Wert. Deshalb erhalten unsere Azubis spezifische Unterweisungen im Bereich Hygiene und Gesundheitsschutz. Und 3 Kinder. Also insgesamt für 7 Personen. Alles klar, dann bereiten wir Ihnen was Schönes vor, ja? Dankeschön, tschüss! Hier bereite ich gerade eine Wurstplatte für eine Geburtstagsfeier vor. Fingerfertigkeit und Kreativität sind hier gefragt. Beim Gestalten der Platte nehmen die Mitarbeiter Rücksicht auf Unverträglichkeiten und Allergien, genauso wie auf die besonderen Bedürfnisse von zum Beispiel Schwangeren, Kindern und Senioren. Hier verwende ich verschiedene Legetechniken, um das Ganze ansprechender zu gestalten, denn das Auge ist da bekanntlich mit. Da gibt es auch ganz verschiedene Arten von Garnituren, zum Beispiel süße wie Trauben und Kiwis oder saure wie Tomaten oder Rettich. Die Experten von Edeka kennen die unterschiedlichen Fleischstücke genau und wissen, wie man damit umgeht, sie lagert und natürlich, wie man sie zubereitet. Oft bereiten wir die Fleischwaren auch küchenfertig zu. Zum Beispiel marinierte Steaks, Grillspieße, einen ganzen Braten oder Cordon Bleu. Während der Ausbildung lernst du verschiedenste Zubereitungsarten wie garen, schmoren, dünsten oder panieren. Michelle arbeitet mit insgesamt 15 Mitarbeitern zusammen. Teamwork spielt, genauso wie auch selbstständiges Arbeiten, eine wichtige Rolle. Meiner Meinung nach ist der wichtigste Aspekt der Umgang mit den Kunden. Darum üben wir das oft in unseren Ausbildungsseminaren. Nach einer gewissen Zeit hat man natürlich Stammkunden, die immer wieder kommen. Diese kennt man dann beim Namen und plaudert auch mal, wenn die Zeit es zulässt. Bei denen kenne ich die Vorlieben und weiß schon oft, was sie bestellen werden. So, Frau Martin. Einmal Ihre Bratwurst und den Sandanele-Schinken. Wenn es Ihnen geschmeckt hat, sage es Bescheid. Bis zum nächsten Mal, danke. Tschüss. Wenn wir ein neues Produkt haben, von dem ich denke, dass es meinem Kunden schmecken könnte, dann empfehle ich es natürlich. Heute bin ich mit ein paar Freunden zum Grillen verabredet und deshalb kaufe ich noch ein. Dazu brauche ich natürlich Brötchen, die richtigen Soßen und noch ein paar schöne Steaks von der Fleischtheke. Und was mir besonders gut in der Ausbildung bei Edeka gefällt, ist der Umgang mit den Kunden, die netten Kollegen und dass es unglaublich familiär ist.